Seid gegrüßt, meine lieben Freunde. RetroJob ist am Start und heute spiele ich, wie im Börsenvideo aus Saarbrücken angekündigt, mal mit euch Streets of Rage 2. Eines der besten Beat'em-ups aller Zeiten und wir switchen jetzt aufs Gameplay und dann kickt der Beat ein, denn die Mucke in dem Spiel ist sowas von grandios. Die läuft nach wie vor bei mir im Auto. Wenn ich mich jetzt mit japanischen Namen besser auskennen würde, dann könnte ich euch natürlich sagen, wie der Komponist heißt, aber das weiß ich nicht. Das ist mir persönlich auch egal. Wir gehen jetzt gar nicht mal in die Options, sondern fangen direkt an. Und wir starten auch mit Alex. Axel, genau. Und da sind wir wieder. Ich musste einen kurzen Cut machen, weil mein 8-Bit-Do-Controller mit meiner Emulationssoftware noch nicht ganz gepaart war. Und da hat das Steuerkreuz nicht funktioniert. Das musste ich noch einstellen. Aber das macht nichts. Wir sind ja Profis. Und sowas können wir natürlich einfach überspringen. Ganz easy. Oh, Streets of Rage, ey. Das ist so geil. Ja, ich persönlich bin ja der Meinung, dass Turtles in Time trotzdem noch das bessere Beat'em-up ist, aber da scheiden sich natürlich die Geister. Ganz klarer Fall. Allgemeinhin ist das hier auf jeden Fall als mit die Königsdisziplin bekannt und das nicht ohne Grund, denn das Ganze ist wirklich schon ziemlich, ziemlich geil. Komm her, du Lappen. Ja. Ich will zu dem Spiel auch gar nicht viel erzählen. Ich will euch überhaupt nicht mit meinem Gelaber langweilen. Hört euch einfach die geile Mucke an und genießt die tolle Grafik. Wer Streets of Rage 2 noch nicht gespielt hat, der ist es sich selbst und allen anderen schuldig, das unbedingt nachzuholen. Und das Ganze ist heute einfacher denn je, denn Streets of Rage 1 bis 3 sind Teil der großartigen Sega Mega Drive Anniversary Collection. Oder Ultimate Collection, ich weiß gerade gar nicht genau, wie die Collection heißt. Die gibt es auf allen gängigen Konsolen, also Xbox, PlayStation und auf der Switch. Und auch auf dem PC. Also über Steam. Kann man sich das genauso zulegen und das solltet ihr auf jeden Fall unbedingt alle machen. Da ist nicht nur Streets of Rage drauf, sondern noch ganz, ganz viele andere richtig geile alte Sega-Games. Persönlich bin ja ein großer Fan des Mega Drives, wer das bisher noch nicht mitgekriegt hat. Ich habe auch ein Video hochgeladen, wo ich über meine Geschichte mit dem Mega Drive als solchen und beziehungsweise meiner kompletten Sega-Historie quatsche. Wer da Bock hat, kann sich das gerne mal anschauen. Was sind denn so eure liebsten Beat'em-ups? Also ich bin ja, wie gesagt, Turtles in Time ist mein all-time absoluter Mega-Favorite-Classic ever. Aber Streets of Rage 2 kommt da direkt dahinter. Persönlich finde ich den ersten Teil ja besser als den dritten. Weiß nicht genau, irgendwas gefällt mir am dritten nicht so gut. Da hat auf jeden Fall, glaube ich, jemand anders die Musik gemacht. Vom Gameplay her ist da natürlich nochmal wieder irgendwie was zusätzlich mit reingekommen. Aber abgesehen davon hat Streets of Rage 3 nicht den gleichen Charme wie 1 und 2 für mich jedenfalls. Streets of Rage gibt es übrigens auch für den Handheld von Sega, für den Game Gear. Wer da mal einen Blick drauf werfen will, da hat der Retro Gaming Panda vor kurzem auch ein Video zu gemacht und hat Streets of Rage, ich glaube 1, im Test gehabt. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob es 1 oder 2 war, auf jeden Fall 1 Streets of Rage. Und auch da gar nicht so übel. Es ist sogar fürs Master System noch quasi deportiert worden. Master System ist ja die 8-Bit-Konsole von Sega, die vor dem Mega Drive kam, für die von euch, die sich damit nicht so gut auskennen. Eben sei das noch mit auf den Weg gegeben. Und auf dem Master System ist, wie auf dem NES, so einiges noch rausgekommen, was es dann schon für die höhere Konsolengeneration gab, wie zum Beispiel Aladdin oder so. Und ich persönlich finde das Master System grafisch dem NES doch deutlich überlegen, zum Beispiel.
Allerdings hat das Master System irgendwie nur 200 Batch Spiele. Das ist also die Auswahl ist jetzt nicht so wahnsinnig riesig. Komm her, Typ. Ja. Den Endboss hier stechen wir natürlich hier einfach mit dem Messer ab. Kinder, macht das nicht zu Hause nach. Ein Messer abstechen ist keine coole Sache, das darf man nur im Video spielen. Mhm. Das muss ich hoffentlich niemandem erzählen, dass man keinen mit dem Messer absticht. Ja, hier auch die Mucke wieder total chillig. Die vier Charaktere unterscheiden sich auch im Gegensatz zu manch anderen Beat'em-ups deutlich in Angriffsgeschwindigkeit, Bewegungsgeschwindigkeit und auch im Moveset. Also jeder hat so seine Schlagkombination, aber zum Beispiel Max, der Wrestler, der hat noch so eine Art Running Tackle, wenn man zweimal in die gleiche Richtung drückt. Das haben die anderen alle nicht. Liegt bei ihm aber daran, dass er einfach insgesamt deutlich langsamer ist als der Rest der Bande. Und hätte er das nicht, wäre das irgendwie insgesamt nicht so prall. Also damit kann man sich auch mit ihm ein bisschen schneller durch die Gegend bewegen und dabei auch gleich seine Gegner mit umholzen. Das geht auch immer ganz gut. Ansonsten grappeln, durch die Gegend schmeißen und so weiter. Jeder hat noch Special Moves. Ja, noch Special Moves. Das würde ich gerne zeigen, aber aus irgendeinem Grund habe ich nach wie vor Schwierigkeiten hier mit meinem 8-Bit Sega-Pad, meinem 8-Bit Go M30. Denn eigentlich sollte der Button hier ein Special auslösen, tut er aber nicht. Und ich weiß nicht warum. Richtig zugewiesen ist das Ganze. Vielleicht muss ich dann mal noch auf ein Treiber-Update warten oder sowas. Mhm. Wer weiß. Auf der Switch funktioniert der, also der Controller ist auch richtig, richtig geil. Ich bevorzuge den hier über den Super Nintendo und den Pro Controller, auf jeden Fall, wenn es um Beat'em-ups und Prügelspiele geht. Für die Sega Collection spiele ich sowieso auf der Switch auch nur mit dem Ding. Allein wegen des Feelings. Und gerade für Street Fighter finde ich die Button-Anordnung mit 6 Front-Buttons einfach besser als auf dem Super Nintendo oder mit dem Pro-Controller mit 4 Front-Buttons und dann den L- und R-Triggern. Ich bin nicht so der Zeigefinger-Jockey. Und das Steuerkreuz von dem Ding hier ist auch richtig, richtig gut. Das soll jetzt ja aber keine Werbeaktion werden für den M30. Ich glaube, wer sich mit Dritthersteller-Controllern für aktuelle Systeme so ein bisschen aussetzt, der weiß, dass 8-Bit Do keine Scheiße produziert. Und dass man da in der Regel bedenkenlos zugreifen kann. Den Typ hauen wir jetzt noch aus der Jacke und dann soll es auch erstmal gewesen sein für den ersten Einblick mit Streets of Rage. Ich will euch ja hier auch nicht zu lange vollschwatzen. Man. Ich weiß noch gar nicht, wann ich das Video jetzt hier rausbringe. Kann auch sein, dass wenn das Video hier kommt, ich dann noch nicht auf Kommentare reagieren kann, denn wir sind Mitte Juni mal für eine Woche im Urlaub. Und da ist dann handyfreie Zone. Also falls ich hier Kommentare nicht gleich beantworten sollte, dann ist jetzt gerade Mitte Juni und ich bin im Urlaub. Haben wir noch eins? Ein Level? Wollen wir noch ein Level machen? Ja komm, Stage 2 machen wir noch. Die guten alten Tonnen, die natürlich immer gefüllt sind mit irgendwelchen Special Items. Und nicht nur die Musik, sondern auch die ganze Soundkulisse in Streets of Rage 2 ist hervorragend. Also das audiomäßige Trefferfeedback ist hier auch so geil wie in kaum einem anderen Video. Weil wenn das nicht ordentlich klingt, wenn man jemanden auf die 12 gibt, dann macht das auch deutlich weniger Spaß. Da, hier, krachender Headbutt. Schön mit Fuß ins Gesicht. Pass auf. Nee, du Lappen. Damn. Bei euch Nutten trete ich da auch noch von eurem Moped runter. Hat er mich erwischt hier? Seiner schicken Tigerhose da. Das ist natürlich auch ein Modestil, den heutzutage keiner mehr fahren würde. Aber in den 90ern war das so. Da konnte man ungestraft mit solchen Klamotten auf die Straße gehen. Jetzt geht es hier aber auch ganz schön ab hier. Ja, und die Bikes explodieren natürlich. Wie in einem guten Actionfilm. Jedes Motorrad oder jedes Gefährt, das Benzin beinhaltet,
geht bei der kleinsten Berührung sofort in Flammen auf. Schmeißen sie hier noch mit Handgranaten. Ich bin so ein Idiot, da renne ich noch in die Explosion rein, nur um den Apfel holen zu können. Goldbarren hier, der hat ein Stahlrohr, das holen wir uns direkt mal. Ich sagte, das holen wir uns direkt mal. Ja, mit dem Rohr kann man nämlich auch ordentlich hier Backenfutter verteilen. Bam! Noch geiler ist Streets of Rage natürlich in Zwei-Spieler-Modus, das muss ich glaube ich auch niemandem erzählen. Eins der spaßigsten Co-op-Games überhaupt. Ich weiß gerade gar nicht, ist eigentlich die Mega Drive Collection auf der Switch, ist die online-fähig? Da bin ich mir gerade gar nicht sicher. Das müsste ich mal nachchecken, weil wer dann nämlich Bock hat, können wir auch gerne, aber falls das möglich ist, und das weiß ich jetzt wirklich nicht, das kommt mir nur gerade so in den Sinn, könnte man ja auch mal online eine Runde Streets of Rage zu zweit spielen. Das wäre richtig geil. Das werde ich mir nachher mal angucken und dann werde ich das in die Kommentare posten. Beziehungsweise in die Videobeschreibung. Hier, gib mir mal das Rohr, Junge, da. Ja. Schöner, schöner, schwarzer Kaffee, Junge. Gib mir das Rohr. Wer das gerade nicht kennt, das ist natürlich sinnlos im Weltall. Oh, geh weg. Nein, jetzt habe ich mein Rohr weggeschmissen. Ist auch ein Satz, den man außerhalb von Streets of Rage so wahrscheinlich eher nicht zu hören kriegt. Schatz, ich habe mein Rohr weggeschmissen. Ja, da ist das Niveau auch schon wieder hin. Schön, wenn man so Typen in den anderen Typen werfen kann. Ich liebe Streets of Rage. Ja, jetzt bin ich gerade echt ein bisschen am Arsch, weil meine Special-Funktion, mein Special-Move nicht funktioniert. Wie in jedem guten Beat'em-up hat man so einen Special, der einem selber ein bisschen Energie abzieht. Einen dafür aber aus so einer Situation befreien kann, wo man gerade von Leuten umzingelt ist und man nicht wegkommt. Das ist natürlich immer echt ätzend. Aber was will man machen? Ich hasse fliegende Gegner. Da hebt er mich auf und schmeißt mich weg, ist das zu fassen? Die feine Englische ist das nun wirklich nicht. Aber da haben wir ihn wieder schön einen verpasst. Komm mal her. Ich glaube, der kriegt mich vielleicht. Ein bisschen was von so einem verrückten Professor irgendwie. Noch von einem recht jungen verrückten Professor. Und da bin ich tot. Aber wir haben ja noch ein paar Leben. Streets of Rage ist für ein Side-Scrolling Beat'em-up auch recht lang. Also da ist man gut eine Stunde mit beschäftigt. Wenn ich mich jetzt nicht ganz schwer täusche, oder war das der dritte? Also auf jeden Fall ist es länger als Final Fight oder und dergleichen. Mit, ich glaube, tatsächlich einer guten Stunde Spielzeit. Und ich glaube, das ist schon für so ein Koop-Ding ganz ordentlich. Turtles in Time ist ja auch nicht unbedingt das längste Spiel. Das kann man ja, wenn man gut ist, in 20, 25 Minuten beenden. Und einmal noch. Da haben wir ihn. Penner! Genau. Aber wie gesagt, zwei Level müssen reichen, den Rest guckt euch selbst an, Leute. Streets of Rage 2, richtig, richtig geiler Titel. Jetzt guckt euch hier mal noch diesen Hintergrund an. Von diesem Vergnügungspark hier, Parallax Scrolling im Vordergrund und im Hintergrund zwei verschiedene Ebenen, die sich bewegen. Das ist ja auch so eine kleine Spielerei damals, die
gezeigt hat, zu was der Mega Drive dann doch in der Lage war. Finde ich immer ganz schön, wenn Spiele sowas haben. Sieht dann etwas dynamischer aus. Aber ich fange schon wieder an abzuschweifen. Retro Joe out, Freunde. Retro Joe out. Spielt Streets of Rage. Ich spiele jetzt hier auch weiter. Bis dann. Komm her.